Als ich mich entschlossen habe, Mathematik zu studieren, hat mich daran besonders fasziniert, dass in der Mathematik alle Aussagen eine exakte Antwort haben, also sind entweder wahr oder falsch. Für mich war es ein Riesenschock, als ich im Studium gelernt habe, dass dem gar nicht so ist. Es gibt auch in der Mathematik Aussagen, die weder wahr noch falsch sind, in dem Sinne, dass sie weder bewiesen noch widerlegt werden können. Das wurde von Kurt Gödel in den 1930er Jahren hier in Wien gezeigt. Damals waren die Aussagen noch sehr abstrakt. Man wollte die sich eigentlich quasi gar nicht so richtig anschauen. Aber heute kennt man ganz viele alltägliche solcher Aussagen in der Mathematik. Besonders viele Beispiele gibt es in der Forschung an sogenannten großen Unendlichkeiten. Zum Beispiel auch, wenn man sich das Spiel anschaut, was man hinter mir angedeutet sieht. Willst du mehr darüber wissen? Dann komm doch gerne zu meinem TU-Format-Vortrag am 19. Oktober um 18 Uhr zu dem Thema Unbegreifliches Verstehen, die Grenzen der Mathematik.